Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute hier mit Bunny Memory. Das Ganze kostet 2,99 € im PSN Store und gibt es nur für PS4, also es ist kein Cross-Buy. Ihr könnt aber dementsprechend doch trotzdem Doppelplatin holen, indem ihr euch das Ganze im US-Store noch kauft. Habe ich jetzt hier auch gemacht. Ich habe es jetzt schon einmal gespielt und möchte das Ganze jetzt noch gemeinsam mit euch hier platinieren und ja, hauen wir das Ding direkt an. Das Ganze dauert hier, ja, je nachdem, wie gut man durchkommt, roundabout eine halbe Stunde bis 40 Minuten, je nachdem. Und ist eigentlich recht easy. Ich denke mal, ja, jeder kennt Memory und weiß, was zu tun ist, was man bei Memory machen muss. Wir gehen direkt hier auf Spielen. Und haben jetzt hier oben drei Auswahlmöglichkeiten. Hier einmal Zahlen, Briefe und Bilder. Ja, das sind dann dementsprechend die Motive auf den Memory-Karten. Diese müssen wir alle drei einmal benutzen. Wir fangen jetzt hier mal ganz easy mit den Zahlen an und dann müssen wir halt hier dementsprechend alle Games hier machen. 2x2 bis 10x10. So, starten wir das Ding. So sieht das Ganze hier aus. Ja, wir sind hier dieses Häschen. Mit X können wir hüpfen. Und dann können wir uns hier mal umdrehen. Hier gibt es dann so ein kleines Ding, was wir einsammeln können. Und ich gehe mal davon aus, dass wir es auch müssen. Ich habe es einfach mal gemacht. Hier, zack. Das ist so ein geheimes Speicherfragment, wo wir hier gefunden haben. Könnt ihr dann dementsprechend auch mal einsammeln. So, und dann beginnen wir hier mit Memory. Ihr geht dann einfach mit dem Hasen auf die Memory-Karten und drückt dann Viereck. Zack. So. Das Ganze hat jetzt leider 3 Sekunden gedauert. Es gibt eine Trophäe, da müssen wir das Ganze in 2 Sekunden machen. Dementsprechend müssen wir dafür das Ganze halt direkt zu Beginn finden. Zack, da hatten wir jetzt Glück. Eine Sekunde hat das Ganze hier gedauert. Gibt es dann dementsprechend die Trophäe für 2 Seconds. Ja, also ihr müsst das Ganze in 2 Sekunden oder weniger dementsprechend absolvieren. Dafür bietet sich nun mal hier 2x2 an. Jetzt können wir das Ganze hier auf Briefe mal umschalten und gehen auf 4x4. Machen hier im Prinzip das Gleiche. Und ja, so macht er das Ganze bis 10x10. Ich werde das Ganze jetzt nicht in voller Länge hier dementsprechend präsentieren. Wie gesagt, jeder kennt Memory. Ich werde das Ganze dann dementsprechend auch ein bisschen cutten, damit ihr euch nicht das Ganze hier ansehen müsst. Ansonsten müsst ihr auf jeden Fall noch einmal 150 Mal scheitern. Ja, das heißt einfach hier so. Ja, das ist schon ein Fehler. Und das seht ihr da oben bei Nichtübereinstimmungen 1. Davon brauchen wir insgesamt 150. Ich denke mal, das bekommt man easy zusammen im Durchlauf. Später bei 10x10 ist hier das halbe Ding da voll. Da wird das wohl mit Sicherheit dann easy peasy zu meistern sein. So, hier gibt es dann auch dementsprechend die Punkte dafür. Die kommen dann auch ja, einfach automatisch. Wie gesagt, ihr braucht hier einfach nur spielen. Ich denke, ansonsten ist hier alles recht selbsterklärend. Ja. So, hier hatten wir mal das B. So. Wie gesagt, das wird später bei 10x10 wird es dann schon ein bisschen tricky. Da empfehle ich euch, ich habe es eben, glaube ich, mit dem letzten Deck gemacht. Das zeige ich euch gleich. Das benutzen wir gleich als nächstes. Ich denke mal. Ja, mit den Buchstaben wird es wahrscheinlich einfacher sein bei 10x10. Hier mit Bilder habe ich oben ausgewählt für 10x10. Ja, könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wie ihr das mögt. So, jetzt wählen wir hier Bilder. Und wählen dann dementsprechend 6x6. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal alle Kartentypen durch. So, so sieht das Ganze dann hier dementsprechend aus. Ja, wenn das ganze Ding hier voll ist und ihr seht da keine Ahnung wie viele Hasen, könnte das Ganze schon sehr verwirren.
So, hier gab es dann die nächste Trophäe. My Memory is Getting Worse. Ja, haben wir 50 Nicht-Übereinstimmungen zusammen gehabt. So, somit haben wir hier auch 6x6 abgeschlossen. Da ist die Trophäe. Machen wir ein neues Spiel. Da gibt es schon eine weitere Trophäe. I tried them all. So, und jetzt könnt ihr hier frei wählen. Jetzt habt ihr nur noch 8x8 und 10x10. Könnt ihr dementsprechend frei wählen, was ihr am liebsten wollt. Zahlen, Briefe, Bilder. Ich werde mich jetzt hier einfach mal für Briefe entscheiden. Das sind dementsprechend die Buchstaben. Und dann machen wir hier mit 8x8 machen wir weiter. Ihr seht, das wird halt immer hier mehr. Ja, aber wie gesagt, alles kein Problem. Und wie gesagt, ich werde das Ganze immer ein bisschen cutten. Ja, und dann passt das. So, hier die nächste Trophäe. Jetzt haben wir schon 100 Nicht-Übereinstimmungen zusammen. So, und hier haben wir jetzt 150 Nicht-Übereinstimmungen. Ja, die Trophäen haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. So, jetzt haben wir hier auch 8x8, haben wir jetzt fertig. Perfekt, neues Spiel. Und dann machen wir hier 10x10. Das ist quasi die letzte Runde. Danach haben wir aber noch nicht die Platin, denn wir müssen dann noch was machen. Werde ich euch danach aber natürlich zeigen. So, jetzt haben wir hier auch 10x10 abgeschlossen. Auch die Trophäe haben wir. So, jetzt haben wir hier alle Spiele durch. Und dann drücken wir einfach die Options-Taste und gehen hier auf Erinnerungen. Und jetzt seht ihr hier, ja, sind überall die Schlösser. Die kaufen wir jetzt alle gar frei. Ja, also einfach hier überall X drücken. Na. Bis wir alle haben. Und dann kommen hier dementsprechend auch die nächsten Trophäen. Secret Memory. So, und hier ist dann dementsprechend die Platin. All the Memories. Ja, Leute, so einfach war das hier, ja, easy peasy, ganz gechillt, hier die Platin zu ergattern. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.